Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von It's YouTube Time. Was macht man an Regentagen? Man besorgt sich ein Spielzeug, mit dem man auch mal indoor ein bisschen spielen kann. Eigentlich ist das für Kinder, aber auch Erwachsene können damit Spaß haben. Ich zeige euch jetzt hier, was ich mir da besorgt habe. Ja, ich habe neulich abends wieder bei meinem Lieblings-China-Shop gestöbert und bin eben auf dieses kleine Driftcar hier gestoßen. 1:24 ist der Maßstab. Ich setze euch den Link zu dem Car in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr da was bestellt, dann unterstützt ihr meinen Kanal. Ich freue mich drüber und für euch ist das auch nicht teurer. Der kleine Renner ist vollständig aus Plastik gefertigt, dennoch sind in der Karosserie doch einige Details auch verarbeitet. Und für den Preis von rund 22 Euro finde ich das alles noch eine runde Sache. Der kleine weiße Pin hier dient zur Einstellung der Vorspur von der Lenkung. Die Lenkung ist dabei nicht proportional, wir sind ja eben in der Spielzeugklasse, eben just for fun. Neben den Slicks zum Driften, die übrigens echt glatt sind, werden hier diese Grippy-Reifen mitgeliefert. Also wenn ihr mal ein bisschen mehr fahren als driften wollt, dann habt ihr eben die Möglichkeit, da einmal den Radsatz zu tauschen. Richtig cool sind diese 6 kleinen Pylonen, die hier mitgeliefert werden. Da kann man sich einen kleinen Parcours ins Wohnzimmer bauen und da eben ordentlich durchheizen. Mitgeliefert wird eben hier diese 2,4 GHz Fernbedienung. Für 22 Euro ist das Ganze natürlich Plastikfeeling, was man da bekommt. Nichtsdestotrotz funktioniert die Fernbedienung. Vorwärts, rückwärts fahren, rechts, links lenken. Das ist alles, was sie kann und was man braucht. Hier unter dieser Klappe befindet sich der mitgelieferte Akku. 3,7 Volt ist die Spannung. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Ladegerät wird mitgeliefert. Das Aufladen hat bei mir beim ersten Laden ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Und man soll ungefähr 30 bis 45 Minuten mit dem Auto fahren können. Ich habe das jetzt noch nicht ausgereizt, aber ich hatte nach den ersten 10 Minuten, Viertelstunde nicht das Gefühl, dass hier schon Power verloren geht. Hier ist noch ein kurzer Blick auf das Ladegerät. Netzteil braucht ihr selber. Und wenn ihr am Laden seid, leuchtet das Ding rot. Wenn ihr fertig seid, ist es aus. Hier im Hintergrund seht ihr meine ersten Driftversuche. Das ist gar nicht so einfach. Man muss sich da erstmal reinfinden. Macht aber einen heiden Spaß, kann ich euch sagen. Wichtig ist, dass ihr einen glatten Wohnzimmerboden habt. Wir haben hier Laminat liegen und das ist natürlich perfekt zum Driften. Insofern hat das Ganze hier auch gut funktioniert. Und hier gibt es nun nochmal so einen kleinen Blick auf die Lenkung. Ihr seht, die lenkt voll oder gar nicht. Das ist eben eine Lenkung, die nicht proportional ist, wie ich das eben schon gesagt habe. Ich hatte noch nicht angesprochen, dass wir hier ein Allradfahrzeug haben. Das könnt ihr hier einmal im Bild ganz gut sehen. Also 4WD ist angesagt bei dem kleinen Muscle Car. Hier im Hintergrund könnt ihr bestens sehen, wie viel Power eigentlich diese kleinen Scheinwerfer haben. Das ist echt unglaublich, wie viel Licht da rauskommt. Und ist einfach ein kleines Detail, was nochmal richtig Spaß macht. Und hier ist nun mein Fazit zu diesem kleinen Renner im Maßstab von 1:24. Für rund 22 Euro bekommt man hier eine Menge Spaß nach Hause, auch als Erwachsener. Die Altersfreigabe ist für Kinder ab 6 Jahren und die werden da mit Sicherheit tierisch drauf abfahren. Übrigens, ab Bestellung war der Versand sensationell. Das hat ungefähr 2 Tage gedauert. Der Renner kam irgendwo aus der Gegend bei Berlin und war dementsprechend schnell bei uns zu Hause. Abschließend kann ich also sagen, Daumen hoch für diesen kleinen Renner, hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Video von It's YouTube Time.